Hey ho, hier ist wieder Michi und ich heiße euch herzlich willkommen zur ersten Games and Politics Folge im Jahr 2014. Leider ist ein Teil meiner Stimme noch nicht von der Silvesterparty zurückgekehrt, also nicht wundern, wenn ich mich heute etwas anders anhöre als sonst. Hier geht's aber heute trotzdem mal wieder um ein sehr spannendes Thema und, vielleicht sollte ich mich als Wahrsager verdingen. Oder als Klugscheißer? Naja. Im Juni 2013 habe ich auf jeden Fall ein Video darüber gemacht, dass China im neuen First-Person-Shooter Battlefield 4 vom US-Publisher Electronic Arts wohl der Feind sein wird. Das Spiel erschien dann Ende Oktober und China ist darin tatsächlich der Bösewicht. Was aber noch viel wichtiger ist, in dem Video habe ich damals Bedenken geäußert, China als neues Feindbild in Shootern zu etablieren. Man muss China zwar wegen seiner realen militärischen Aufrüstung, der Missachtung von Menschenrechten und vielen anderen Dingen kritisieren, das Land aber klischeehaft als böse und feindlich darzustellen, wie es in Battlefield 4 abzusehen war und wozu es dann ja auch wirklich kam, ist aber der falsche Weg im Umgang mit China. Daher warnte ich auch vor realen politischen Konsequenzen Chinas aufgrund des Spiels. Bereits Battlefield 3, also der 2011 erschienene Vorgänger von Battlefield 4, hat zu realpolitischen Konsequenzen geführt. Der Iran, der in dem Spiel der Feind ist, hat den Shooter bei sich verboten. Iranische Gamer protestierten damals gegen die negative Darstellung ihres Landes in dem Spiel und die Regierung kündigte sogar Gegenspiele an. Die iranische Presse sprach wegen Battlefield 3 sogar von einem Open War of Media des Westens gegen die Islamische Republik. Electronic Arts sagte mir damals noch vor Erscheinen des Spiels, dass Battlefield 3 keine politischen Statements verbreiten würde. Zu den realen Reaktionen des Iran wollte man sich später aber nicht mehr äußern. Der Publisher der Battlefield-Reihe hat aber also schon mitbekommen, dass seine Spiele reale negative politische Konsequenzen haben können. Daher warnte der US-Medienwissenschaftler Roger Stahl im Vorfeld der Veröffentlichung von Battlefield 4 nun, dass gerade die Zerstörung Shanghais in dem Spiel, zumindest im Multiplayer, zu einer Reaktion der chinesischen Regierung führen könnte. Vor Erscheinen von Battlefield 4 habe ich mal bei EA nachgefragt, ob das Szenario nicht sehr brisant ist und zu einer Reaktion der chinesischen Regierung, ähnlich wie bei Battlefield 3 im Iran, führen könnte. Die Antwort auf meine Frage durch den dafür zuständigen Pressesprecher bei EA Deutschland, hier, Zitat: Wir haben bisher nur wenige Informationen zur Hintergrundgeschichte des Spiels veröffentlicht, da Battlefield 4 erst Ende Oktober 2013 erscheint. Letzten Endes ist die Story des Spiels aber deutlich auf den Spieler und seinen Squad ausgerichtet und nicht auf den geopolitischen Rahmenhintergrund. Bei Battlefield 4 handelt es sich, wie schon bei seinem Vorgänger, um ein Unterhaltungsprodukt mit einem rein fiktiven Setting. Also zusammenfassend kann man, denke ich, sagen, dass Electronic Arts jegliche politischen Aussagen seiner Spiele leugnet und EA alle politischen Bedenken wegen seiner Spielszenarien egal zu sein scheinen. Und was sagen die dazu, die in den EA-Spielen als Feinde dargestellt werden? Tja, jetzt ist Battlefield 4 etwas länger als 2 Monate veröffentlicht und tada, Chinese State Media says Battlefield 4 Video Game is a new form of cultural aggression, titelte die South China Morning Post vor einigen Tagen. Auch der neueste Battlefield-Teil sorgt also nun für realen politischen Ärger. In dem Artikel geht es darum, dass Battlefield 4 in einer staatlichen chinesischen Militärzeitung kritisiert wird. Das Spiel diskreditiere China und verzerre die Wahrheit in dem Bemühen, junge Menschen über China zu täuschen. Zitat aus dem Artikel: Die Verwendung von Videospielen, um ein Land in den Augen anderer zu diskreditieren, ist eine neue Form kultureller Einmischung und Aggression. Auch ein chinesischer Journalistikprofessor und der Vice Director for the China Public Diplomacy Association, keine Ahnung was das ist, aber es hört sich toll an, äußern sich in dem Artikel ablehnend zu dem Spiel. Auf chinesischen Games-Websites sollen sich Spieler deutlich gegen Battlefield 4 ausgesprochen haben. Die Kritik aus China an dem First-Person-Shooter ist also schon ziemlich heftig und umfangreich. Nach Erscheinen der Erweiterung China Rising, in dem die Battlefield 4 Multiplayer-Gefechte auf noch mehr Karten in China spielen, wurde das Spiel nun also vorsorglich in China verboten, denn noch ist Battlefield 4 eigentlich überhaupt noch nicht in dem Land erschienen. Offizieller Grund für das Spielverbot ist, dass es die nationale Sicherheit gefährde. Ja. US-Publisher Electronic Arts wollte sich zu dem Vorgang laut Medienberichten übrigens nicht äußern. So wie immer in solchen Fällen also. Man schweigt. So viel also zum politischen Ärger um das Battlefield 4 Feindbild. Ich möchte hier aber auch nochmal allgemeiner auf die Feindbilder in Videospielen eingehen. Denn es ist ja nicht nur so, dass in modernen Militärshootern China als klischeehafter Feind herhalten muss. Sehr oft sind es ja Araber. Böse, böse, Araber, Araber, Araber. Oder natürlich böse Russen. Russen, Russen, böse Russen überall. Was all diese Feindbilder vereint, ist, dass sie in der westlichen Gesellschaft etabliert und akzeptiert sind. Die Russen sind noch die Bösen aus der Sowjetzeit, die Araber sind die bösen Terroristen von heute und das aufstrebende China wird von der Politik mehr und mehr als Bedrohung betrachtet. So haben etwa die USA in den letzten Jahren mehrfach angekündigt, sich vermehrt im pazifischen Raum, also vor allem vor der Küste Chinas, zu engagieren, also dort mehr Militär zu stationieren. Battlefield 4 ist die mediale Begleitung dieser neuen US-Politik.
Da Videospielhersteller wie Electronic Arts mit ihren Spielen möglichst viel Kohle verdienen wollen und ihr Markt, auf dem sie ihre Spiele verkaufen wollen, vor allem in den USA und Europa liegt, bedienen sie auch westliche Mainstream-Feindbilder. Westliche Spielehersteller produzieren für den westlichen Markt und greifen dafür westliche Feindbilder auf. Das ist also ein kapitalistisches Problem. Oh Gott, jetzt habe ich das böse K-Wort gesagt. Uiuiui. Lustigerweise könnte das jetzt in Battlefield 4 präsentierte Feindbild China für Electronic Arts beim Geldverdienen in der Zukunft aber noch zum Problem werden. China ist absehbar ein großer Markt für Videospielhersteller. Erst 2013 wurde das Konsolenverbot in dem asiatischen Land aufgehoben. Mit Battlefield 4 hat es sich EA aber, wie schon gesagt, schon jetzt mit einigen Chinesen verscherzt. Dass China ein neuer Gamesmarkt werden wird, ist übrigens auch der Grund, weshalb im 2011 veröffentlichten First-Person-Shooter Homefront Nordkorea und eben nicht China als Feind herhalten musste. Der mittlerweile pleitegegangene Publisher THQ wollte den Verkaufserfolg auf dem zunehmend wichtiger werdenden chinesischen Markt nicht gefährden. Mit Warface von Crytek und Call of Duty Online von Activision gibt es sogar zwei moderne Militär-Multiplayer-Shooter, die vornehmlich für den chinesischen und asiatischen Markt entwickelt wurden, wobei Warface mittlerweile ja auch hierzulande erhältlich ist. Andere Publisher scheinen die Bedeutung des chinesischen Markts also besser verstanden zu haben als Electronic Arts. Mal sehen, was die Zukunft noch so bringt. Wenn China weiter wirtschaftlich aufsteigt und es bald auch chinesische Blockbuster-Games mit Feindbildern, die auf chinesische Kunden zugeschnitten sind, gibt und man also dann vielleicht als chinesischer Soldat gegen die Bundeswehr kämpfen muss, wird der Aufschrei hierzulande wohl groß sein. 2010 gingen in den USA, in Großbritannien und in Deutschland ja schon Politiker auf die Barrikaden, weil im Multiplayer-Modus des damals erscheinenden Medal of Honor Taliban spielbar sein sollten. Einige Politiker forderten sogar ein Verbot des Spiels und empfahlen Einzelhändlern, es nicht zu verkaufen. Auf diese westlichen Proteste hat Medal of Honor Publisher Electronic Arts, von dem auch dieses Spiel war, reagiert und die Taliban in oppositionelle Kräfte umbenannt. Da reagiert EA auf einmal auf Kritik. Ansonsten ist das Spiel übrigens ziemliche US-Heldenpropaganda. Feindbilder in Videospielen sollten sich nicht am Markt orientieren. Stattdessen sollten sie verantwortungsvoll und auch im Hinblick auf ethische Kategorien gewählt werden. Außerdem sollten die Feinde nicht plakativ dargestellt und mystifiziert werden. Und schon gar nicht sollten ganze Staaten, Bevölkerungsgruppen oder Mitglieder verschiedener Ethnien oder politischer Gruppen als grundböse und feindlich dargestellt werden. Es geht nicht darum, irgendein Videospiel oder eine bestimmte Story zu verbieten. Electronic Arts soll machen, was es will. Aber die Unternehmen sollten sich ihrer Verantwortung meiner Meinung nach bewusster sein, mehr Rücksicht nehmen und auch zu ihren Spielinhalten stehen. Blockbuster-Videospiele wie Battlefield 4 erreichen heute immerhin Dutzende Millionen von Menschen. Und klar heißt das jetzt nicht, dass alle Battlefield 4-Spieler automatisch China doof finden, aber tendenziell wird man natürlich von Medieninhalten beeinflusst, gerade wo man sich beim Videospielen ja entspannen und unterhalten lassen will und eigentlich nicht kritisch über politische Aussagen nachdenken möchte. Und dass es auch anders gehen kann und man einen finanziell erfolgreichen Shooter mit einer guten Story und eben keinem platten Feindbild entwickeln kann, hat gerade der Electronic Arts Konkurrent Activision 2012 mit Call of Duty Black Ops 2 bewiesen. In dem Spiel töten US-Agenten, Familienmitglieder und sogar die schwerbehinderte Schwester des Hauptantagonisten, weshalb dieser den USA Rache geschworen hat. In einer Mission stürft man sogar in die virtuelle Haut des Oberbösewichts. Der Hauptantagonist in Black Ops 2 ist nicht einfach nur böse, weil er böse ist, und er hasst die USA nicht einfach, weil er die USA hasst. Er ist auch kein Vertreter irgendeines Staates. Er hat ein richtiges Motiv und verfolgt sogar politische Ziele, auch wenn sein kriegerischer Weg natürlich vollkommen falsch ist. In Call of Duty Black Ops 2 ist es eben nicht so wie in fast allen Militärvideospielen und eben auch in Battlefield 4, in dem einfach ein Schwarz-Weiß-Bild gut und böse gezeichnet wird. Wie Activision zeigt, ist es durchaus möglich, auch Graufacetten darzustellen, aber Electronic Arts präsentiert in seinen Spielen lieber plakative und stumpfsinnige Feindbilder und ignoriert den dadurch verursachten politischen Aufruhr. Ja, jetzt werden wieder sicher einige denken, reg dich ab, Alter, es sind doch nur Spiele. Das stimmt auch, aber Videospiele sind heute eben mehr. Sie sind auch Kulturgut und haben damit gesellschaftliche und politische Relevanz. 2008 wurden Videospiele vom Deutschen Kulturrat sogar hochoffiziell zum Kulturgut geadelt. Man muss Videospiele meiner Meinung nach ernst nehmen. Es ist deshalb schon beinahe amüsant, dass gerade Electronic Arts bzw. deren PR-Leute immer wieder darauf pochen, dass Videospiele als kulturell für die Gesellschaft wertvoll anerkannt werden und ihren eigenen Spielen auf der anderen Seite jedwede gesellschaftliche und politische Relevanz absprechen wollen. Einerseits fordern die EA-Leute, Videospiele also ernst zu nehmen, andererseits nehmen sie nicht mal ihre eigenen Videospiele ernst und wollen keine politischen Aussagen in ihnen erkennen und haben weder zum Protest aus dem Iran noch zum jetzigen Protest aus China Stellung genommen. Sorry, aber das ist doch irgendwie voll bescheuert, oder? Wer die Haltung vertritt, Videospiele würden keine politischen Inhalte vermitteln und seien ja nur Spiele, dem möchte ich hier ganz herzlich das Keep Your Politics Out of My Video Games Video von Chris Franklin von Aaron Signal empfehlen. Hier klicken einfach. Vielleicht auch eine Empfehlung für die EA-Mitarbeiter.
Puh, reg ich mich auf? Ja schon, aber ich meine, warum muss Electronic Arts auch immer wieder provozieren? Das bringt ja auch nichts. Die sehr, sehr fiktive Story des fast zeitgleich erschienenen Konkurrenzspiels Call of Duty Ghosts ist dutzendfach besser als die von Battlefield 4. Auch fiktive Stories können also gut und aufsehenerregend sein. Ach ja, und bevor ich jetzt Ärger bekomme, die in den meisten Call of Duty-Teilen präsentierten antirussischen Feindbilder finde ich auch zum Kotzen. Ich will hier nicht immer nur auf EA rumhacken. Und es ist auch allgemein so, dass mich die modernen Militär-Shooter irgendwie immer mehr langweilen. Immer dasselbe Gameplay, fast immer dieselben Feinde und immer dieselben Helden. Moderne Militär-Shooter haben irgendwie ihren Zenit überschritten, finde ich. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die sagten, dass sie absichtlich keine Shooter mit realitätsnahem Szenario spielen, weil sie so etwas bedenklich finden. Aber was ist mit euch? Findet ihr das Szenario von Battlefield 4 gut oder würdet ihr auch etwas Fiktiveres gerne spielen? Wie findet ihr das Verhalten Chinas jetzt, die Reaktion auf Battlefield 4? Und wie könnte eine gute Story von einem Shooter aussehen? Schreibt's in die Kommentare. Wenn ihr mehr über die Feindbilder in Spielen wie Battlefield 3, Ghost Recon Future Soldier, Medal of Honor Warfighter und Call of Duty Black Ops 2 erfahren wollt, schaut in die Videobeschreibung. Da habe ich meine ausführlichen Studien über die Spiele verlinkt. Außerdem findet ihr da die Links zu den chinesischen Artikeln über Battlefield 4. Und bevor ich meine Stimme jetzt ganz verliere, noch schnell die Verlosung. Im Dezember ist die neueste Ausgabe des Gaming Booksigns WASD erschienen. Schreibt mir bis zum 31. Januar eine PN über YouTube bzw. Google Plus oder die Games and Politics Facebook-Seite mit eurem Vorschlag für ein Games and Politics Video und unter allen Einsenderinnen und Einsendern verlose ich ein Exemplar der vierten Ausgabe der WASD. Viel Erfolg und ich bin gespannt, was ihr mir schreibt. So, wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr mir das mitteilen, indem ihr auf den Like-Button klickt und ansonsten schaut einfach öfters mal auf diesem Kanal vorbei. Die Videoaufrufe sind ja noch recht gering und es wäre auch eine Riesenhilfe, wenn ihr dieses Video und natürlich auch die anderen Games and Politics Folgen über Facebook und Co. weiterverbreiten würdet. Da wäre ich euch echt sehr dankbar. Und klar könnt ihr diesen Kanal natürlich auch abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Alles prima. Soweit dann von mir. Tschüss!